Moin, herzlich willkommen zum neuen Vlog. Berlin Vlog 1.0. Zwei Tage vor der Meisterschaft. Sind wir vorbereitet? Nein. Schaffen wir es trotzdem? Ja. Wir sind heute auf zwei Events. Das erste gleich bei Ulla Kala. Schauen wir uns ein paar Klamotten an, treffen ein paar Leute. Und heute Abend geht's zu den Elevator Boys. Irgendwas releasen die? Ihre Serials. Dann schauen wir mal, was wir so in Berlin machen. Was sehen? Ja. Thai-Massage. Nee. Liegt hier in Großen. So Leute, wir sind in Berlin angekommen. Jetzt heißt es schnell umziehen. Eine Latzhose anschmeißen. Und dann geht's zum Event. Nur das war's, eine andere Sonnenbrille. Ui. Was sagst du? 10 von 10. Ja? Nee. Lass es euch auflassen? Ja, lass mal auf. Lass dich auf. Los geht's. Also laut Navi müsstest du dort hinten sein. Ich bräuchte einmal deinen Namen, mein Lieber. Fabian Tietjen. Ah ja, natürlich. Den habe ich vorhin hier erst informiert. Da ist er Tietjen. Ja, mit einer Plus 1. Genau. Bestimmt der Herr hinter dir. Ja, genau. Ich freue mich, dass ihr es ja geschafft habt. Alles gut? Wieder Konzert? Ja, crazy. Oder schon ein bisschen? Ey, ich hatte auch voll Pulli an und bin gefahren. Ich bin eingepennt und ich stehe. Ich hab's geschwitzt. Ja. Weißt gar nicht, was du im Film bist. Total katastrophal. Erst mal ankommen, erst mal ruhig so. Ja, schon schlimm. Ey, wow. Wo bist du? Ich stehe hier vor dem Ulla Kala. Wo bist du? Ja, warum wie weg? Weil der war glaube ich essen oder? Oder wo bist du? Wir stehen hier alle. Der hat mir auch nicht Hallo gesagt. Sag ihm das mal. Ey, warum 13? Bruder, es ist 10 vor 2. Wie lange warst du hier? 5 Minuten? Ich werde nicht irgendwie ausruhen können. Heute Morgen. Verräter, 31er. Warum, falls du siehst, 31er. Und was sagst du? Gut, größer, kleiner? Ja, heck. Auch von länger, so, weißt du? Go to lunch in the Jewish community. I won't tell on the bros for the immunity. Paying feed them, that shit ain't gon' ruin me. I'm the only one now that outdo me. I got hoes by the group tryna do me. My life like a movie, get hit in the water. Home got put in no work, I sent orders. This shit ain't got serious, no millions come plural. I'm living by morals, we swiping and keeping no door. This floor, I'm young and I'm turned, I got bitches galore. My baby, my wood cost 250, I'm splurging. Got 5 million cash just in case if you merge. My young niggas kill, get away. Ich würde sagen, stellen wir mal ein Outfit zusammen. Könnt ihr auch schauen. Jetzt noch eine Hose. Sorry. Der Versuch. Vielleicht so mit den weißen Schuhen. Ja, finde ich gewalt. Let's try this. Was sagst du? Da steht hier. Sagen, ne? Nein. Richtig krasser Style-Change auch so, weißt du, von gerade noch mit der Latzhose. Obwohl, lass ich das jetzt an. Nee. Nee, ne? Nee, du ziehst das jetzt aus und nimmst das mit. Ja. Da ist eine Tasche. Dann ist es mir auch zu warm. Okay, easy, girl. Leute, schreibt es in die Kommentare, wie fandet ihr dies auch? Wie findet ihr es? Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sieben finde es auch nice. Ja. So Leute, Ulla Kala, Pop-Up Store. Abgeschlossen. Wir sind jetzt hier bei Losteria. Losteria, glaube ich, heißt der Laden. Ja. Losteria.
Das war eine schöne Pizza. Hast du schon mal eine Pizza gegessen? Ja, ja. Schmeckt sehr, sehr gut. Und dann um 19 Uhr geht es dann zur nächsten Veranstaltung, zu den Elevator Boys. Ich habe jetzt schon gehört, die veröffentlichen ihre Cereals, ihre Frühstücksvlog. Ich bin gespannt, freue mich auf das Event und schauen wir mal, was der Abend so mit sich bringt. Ins AOA gehen wir nicht. Wieso? Übermorgen Meisterschaft. Kein Alkohol. Okay. Ich sage nein zu Alkohol. So, ich würde sagen, kleine Pizza gönnen. Steven happy. Aber das ist cool. Wo fängt man da an, Alter? Scheiß Ding. Let's go. Olivenbeste. Fazit. Kein Kaffee gefunden, weil wir zu ausnahmsweise sind. Wir? Ich. Du? Du. Du? Ich. Ich? Also du. Nee, du. Also du und ich und davon du. Nee, ich, du und wir. Nein, wenn du ich bist, dann bist du ja du. Und dann bist du im Prinzip, meine ich ja du. Eiskaffee, beste Portobello. So, Kaffeekränzchen vorbei. Jetzt geht's zur nächsten Veranstaltung. Wie gesagt, von Elevator Boys. Schauen wir mal, wen wir da so alles treffen. Welche Gesichter man so sieht. Ja, einfach schauen, was der Abend so mit sich bringt. Easy. Sun came out. I went about to drop top. Party on the block. Looking like Carlisle, fucking on thoughts, sticking in a soft spot, kind of at the top, looking like Skybox. Honey got us all hot, living niggas ball like. You went about a mall watch, say fucking I'm Carlisle. I'ma start chasing my Celine dreams. Me and Thug, I'm at a slime house, $100,000 for a green ring. Echt jetzt? Wo? Oben, 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 unten? Das komplette Knie. Kein Scheiß. Das vielleicht. Ja, muss auch was sagen jetzt. Das ist eins meiner größten Vorbilder. Ein super Kämpfer, ein super Boxer. Ich mag ihn. Dankeschön. So, Leute. Wir fahren jetzt zurück nach Potsdam. Das ist unser Airbnb. Du, Steve und ich jetzt die nächsten zwei Tage schlafen. Reicht auf jeden Fall für heute, wir gehen nicht mehr feiern. Fühl mich ziemlich scheiße, muss ich ehrlich sagen, ich habe nie Probleme gekriegt. Halsschmerzen, fühl mich ein bisschen schlapp. Ich weiß, ob es die Aufregung ist, ob es der ganze Tag ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich fahre jetzt nach Hause und dann schick dem Schlafen gehen. Fit und ausgeruht und motiviert für Sonntag sein. Kuss geht raus. Everything designer, that's on me. That's why when I walk, looking like you, just trying to fuck.